Hallo und herzlich willkommen zurück zu Patrick Sport von TC Hameln. Liebe Eltern, liebe Kinder, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich möchte heute mit euch schwimmen gehen. Das Wetter soll draußen gut werden und deswegen dachte ich, gehen wir mal eine Runde schwimmen. Aber das Problem ist, dass die Schwimmbäder ja zurzeit zu haben, oder? Deswegen schwimmen wir heute im Wohnzimmer. Etwas ganz Besonderes, aber das kriegen wir hin. Liebe Kinder, wenn ihr noch nicht schwimmen könnt, gar kein Problem, dann lernen wir das heute. Und wenn wir endlich wieder ins Schwimmbad gehen dürfen, dann könnt ihr vielleicht dann auch schon ins Wasser springen. Ja, aber bevor wir loslegen, Kinder, wisst ihr vielleicht noch aus der ersten Sportstunde von mir, singen wir ein Warmmachlied. Kopf, Schulter, Knie und Zeh, Knie und Zeh. Kopf, Schulter, Knie und Zeh, Knie und Zeh. Die Nase, die ist hier. Kopf, Schulter, Knie und Zeh, Knie und Zehen. Vielleicht kennt ihr das ja auch schon aus dem ersten Video oder aus dem Kindergarten, sodass ihr schon fleißig mitsehen könnt. Jetzt singen wir aber nicht Kopf, sondern aus dem Kopf wird ein A. A, Schulter, Knie und Zeh, Knie und Zeh. A, Schulter, Knie und Zeh, Knie und Zeh. Die Nase, die ist hier. A, Schulter, Knie und Zeh, Knie und Zehen. Perfekt. Jetzt machen wir das Ganze noch ein bisschen schwieriger. Aus den Schultern wird ein O. Also A, O. A, O, Knie und Zeh, Knie und Zeh. A, O, Knie und Zeh, Knie und Zeh. Die Nase, die ist hier. A, O, Knie und Zeh, Knie und Zeh. Perfekt. So, jetzt hoffe ich, dass ich nicht durcheinander komme, aber es passiert bestimmt. Jetzt machen wir A, O und aus den Knien wird ein Blub. Ich bin gespannt, ob wir das hinkriegen. Ich bin mir da auch mal nicht so ganz sicher, aber wir versuchen es einfach. A, O, Blub, C, Blub, C. A, O, Blub, C, Blub, C. Die Nase, die ist hier. A, O, Blub, C, Blub, C. Das ging schon mal gut. Alles perfekt. Ich hoffe, bei euch hat es auch geklappt. Und dann kommen wir jetzt zum Schluss. Die Zehen müssen wir jetzt ändern und das wird ein Zack. A, O, Blub, Zack, Blub, Zack. A, O, Blub, Zack, Blub, Zack. Die Nase, die ist hier. A, O, Blub, Zack, Blub, Zack. Ja, liebe Kinder, perfekt. Unser Warmmachtanz haben wir geschafft, dann können wir jetzt zum Schwimmen kommen. Aber bevor wir zum Schwimmen gehen, erstmal wieder was trinken. Da habe ich wieder mein Wasser und dann gehen wir auch los zum Schwimmen im Wohnzimmer oder vielleicht im Kinderzimmer oder vielleicht auch in der Küche. Oh, mein Wasser ist wieder so... Oh Gott, nicht schon wieder. Ich glaube... Oh, nein! Oh, liebe Kinder, wo hat mich denn das Zauberwasser jetzt hingezaubert? Ich habe eine Badehose an, meine Sonnenbrille und mein Badehandtuch. Ich glaube, mich hat das Zauberwasser an einem Swimmingpool hingezaubert. Herrlich, die Sonne scheint wunderbar. Aber wir sind ja nicht zum Ausruhen hier. Ich möchte euch ja gerne das Schwimmen beibringen. Hier neben mir, das ist unser Swimmingpool. Und das könnt ihr zu Hause auch ganz leicht selber bauen. Ihr braucht dazu nur vielleicht, wenn ihr zu Hause habt, eine kleine Bank. Die habe ich hier drunter versteckt. Und dann einfach eine blaue Decke rübergelegt. Es kann auch einfach eine graue sein oder eine gelbe. Das ist total egal. Ja, wir legen auch schon los mit unserem Swimmingpool. Und zwar müssen wir schwimmen, brauchen wir das Tauchen. Und fürs Tauchen müssen wir die Luft anhalten. Und dann gehen wir runter ins Wasser. Und tauchen wir auf. Aus dem Wasser raus. Und wenn ihr jetzt könnt, versuchen wir durch das Wasser hindurch zu schwimmen. Also wieder abtauchen. Und durch das Wasser schwimmen wir jetzt. Und dann die Bank hindurch. Und dann gehen wir wieder hoch. Und dann die nächste Runde tauchen. Luft anhalten. Und wieder eine Runde schwimmen durch das Wasser, jawohl. Und eine nächste Runde.
Und abtauchen. Und wieder durchschwimmen, liebe Kinder. Jawohl. Sehr gut. Ja, das war unser Tauchen. Das könnt ihr zu Hause ganz, ganz oft wiederholen. Ihr könnt es 10, 20, 30 Mal machen, so oft wie ihr möchtet. Bloß wir haben hier beim Video nicht so viel Zeit, deswegen habe ich das jetzt dreimal für euch gemacht. Ihr könnt auch gerne das Schwimmbecken ein bisschen größer bauen, ihr könnt einen riesengroßen Tunnel bauen. Da ist euch die Fantasie frei, könnt ihr alles machen, wie ihr möchtet. Ja, Kinder, jetzt kommen wir aber zum Schwimmen. Das Tauchen haben wir geschafft und jetzt zeige ich euch die erste Übung, und zwar das Brustschwimmen. Wir legen uns dazu jetzt auf unsere Wasserfläche und einmal platsch ab ins Wasser. Und dann achten wir mal darauf, dass der Kopf ein bisschen über der Bank ist. Und dann zeige ich euch das jetzt zum Brustschwimmen. Macht ihr eure Hände unter dem Kopf ein bisschen. Die Ellenbogen gucken nach links und nach rechts zur Seite. Und dann gehen die Hände nach vorne. Und dann gehen sie wieder nach hinten zum Po. Dann wieder unterm Kopf, Hände zusammen, nach vorne und nach hinten. Wichtig ist, wenn die Hände hier vorne sind, dass die Hände sich dann drehen. Als erstes zeige ich euch meine Hand vor der Seite und dann muss ich euch die Hand Innenseite zeigen. Wir drücken dann die Innenseite nach hinten, damit wir das Wasser wegpressen können von uns. Und so schwimmen wir dann immer nach vorne. Also Hände zusammen. Ellbogen gucken nach links und nach rechts und dann geht's los. Nach vorne, nach hinten drücken. Nach vorne und nach hinten drücken. Und so können wir schwimmen lernen. Das könnt ihr zu Hause gerne versuchen nachzumachen. Und irgendwann, wenn wir wieder ins Schwimmbad dürfen, dann könnt ihr das auch mal im Wasser üben. Die Hände unterm Kopf, links und rechts die Ellbogen, nach vorne und dann die Hände drehen und nach hinten drücken. Perfekt, das ist schon die erste Übung. Schwimmen ist gar nicht so schwer, aber im Wasser natürlich, da ist es ein bisschen wackeliger. Man kann auch noch untergehen, davor braucht ihr aber keine Angst haben. Eure Eltern helfen euch bestimmt. Also keine Sorge, wenn ihr gerade jetzt das übt, dann könnt ihr das im Wasser schon ganz, ganz gut. Ja, die Beine, die müssen wir eigentlich auch fürs Schwimmen verwenden, aber das ist jetzt schwierig hier nachzumachen. Das zeigen euch dann bestimmt eure Eltern. Ja, im Wasser können wir aber auch noch eine andere Technik verwenden, und zwar das Kraulen. Das ist auch eine Schwimmtechnik. Dazu legen wir uns auch wieder auf den Bauch. Und dann geht es im Wasser die Hände nach vorne, immer einzeln. Wusch, 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 wusch. Das ist so ähnlich wie eine Windmühle. Da reißen wir das Wasser mit unserer Armkraft nach hinten. Da drücken wir das Wasser nach hinten und dann kommen wir ganz schnell voran. Das benutzen immer ganz, ganz schnelle Schwimmer, damit sie schnell im Wasser sind. Husch, 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 husch. Das ist das Kraulen, liebe Kinder. Ja, zwei Schwimmsachen oder zwei Übungen, die ihr ganz leicht zu Hause nachmachen könnt. Ihr braucht auch einfach nur eine Bank. Ihr könnt auch auf dem Sofa üben, auf dem Fußboden klappt es auch oder auch im Stehen. Im Stehen klappt das auch. Hände zusammen, Ellbogen nach rechts und nach links. Nach links und nach rechts, Entschuldigung. Hände zusammen und dann nach vorne und nach hinten drücken. Nach vorne und nach hinten drücken. Das ist dann das Brustschwimmen. Und das Kraulen geht natürlich auch. Ja, liebe Kinder, das ist mein Video zum Thema Schwimmen. Ist nicht viel. Aber es ist auch anstrengend, weil man ganz viel liegen muss. Und man hört es auch bei mir, ich bin schon ein bisschen aus dem Atem. Versucht es einfach zu Hause nachzumachen. Und irgendwann, wenn wieder Sommer ist und wir wieder ins Schwimmbad dürfen, klappt es vielleicht ja schon auch im Wasser. Ja, ich hoffe, euch hat mein zweites Video gefallen. Guckt auch gerne die Videos vom Oliver an. Das ist mein Kollege vom TC Hameln. Der hat auch ein paar Kindervideos für euch vorbereitet. Dann wünsche ich euch viel Spaß heute. Und ja, ich freue mich auf das nächste Mal. Ich tauche jetzt wieder ab ins Wasser und dann sehen wir uns. Auf Wiedersehen!